Hallo, moin moin und herzlich willkommen zur heute 49. Lesung des wundervollen Buches von James Edgen Wiley aus 1853 ins Deutsche übersetzt, Das Doppelgesicht des Papsttums oder eben auch Die Geschichte, die Lehren, der Geist, der Einfluss, der Zustand und die Aussichten der römischen Kirche. Naja, wenn man die Aussichten der römischen Kirche begreifen will, dann muss man nur die Bibel lesen. Im Buch der Offenbarung, da steht ganz deutlich, dass das ziemlich trübe Aussichten sind. Es sind genauso trübe Aussichten, wie die römisch-katholische Kirche die Menschen und vor allen Dingen die wahren, gottesgläubigen, Jesus folgenden Gläubigen auf dieser Welt verfolgt hat durch die Jahrhunderte, man könnte beinahe sagen durch die Jahrtausende hindurch. Das Schicksal, das ihr bevorsteht, ist auch nicht besonders schön, aber das ist eben, ich sag mal, mehr oder weniger ihre eigene Schuld. Gott hat das so vorherbestimmt, dass es da einen Krieg gibt, den wir hier auf dieser Erde führen müssen. Einen Krieg, der geistiger Art und Weise ist, vor allen Dingen mit geistigen Waffen, wie in Epheser Kapitel 6, Verse 10 bis 18 beschrieben. Und die römisch-katholische Kirche denkt sich dann auch immer solche Dogmen aus, die nirgendwo in der Bibel verankert sind, wie zum Beispiel ihre geistigen Vorbehalte, dass sie Leuten Versprechen geben können, dass sie Gelübde ablegen können, dass sie schwören können und alles und Verträge unterzeichnen können, aber dass sie das bestimmten Menschen nicht halten müssen. Da gehen wir heute in dem Kapitel weiter. Im Doppelgesicht des Papsttums, da hatten wir bereits zwei Lesungen drüber gemacht, das wird auch heute wieder sehr interessant. Wir haben ein paar Live-Gäste wieder dabei bei Skype heute und bevor wir uns mit den Live-Gästen zusammen die neue Lesung jetzt zu Gemüte führen, die ich gleich beginnen werde, werden wir uns erst nochmal ein Lied von Alexander anhören, das er rechtzeitig, dass ich es auch bearbeiten konnte, für diese Woche aufgenommen hat und mit einem schönen Musikstück bringen wir uns in die richtige Stimmung. Und da sage ich jetzt einmal Video ab. Du bist der Höchste, o Herr, über alle Erden. Du bist erhoben über alle Götter. Du bist der Höchste, o Herr, über alle Erden. Du bist erhoben über alle Götter. Wir erheben dich, wir erheben dich, wir erheben dich, o Herr. Wir erheben dich, wir erheben dich, wir erheben dich, o Herr. Du bist der Höchste, o Herr, über alle Erden. Du bist erhoben über alle Götter. Kurz und kräftig, mehr muss das nicht sein. Danke dafür, Alexander, wie jede Woche, dass du es fertig bringst, da so ein wunderschönes Lied zu machen. Wir fangen also jetzt mit der Lesung an in dem Kapitel, das da heißt, den Ketzern braucht man nicht das Wort zu halten, wie ich ja gerade eben schon kurz eingeleitet habe, 49. Lesung dieses Buches. Und ich dachte mir, ich zeige nebenbei mal einen kleinen Film, den ich vor einiger Zeit aufgenommen habe, einen Inquisitionsfilm, den wir eigentlich hier in Kapitel 14, glaube ich, abgespielt hatten oder auch die ich sonst wo schon abgespielt hatte. Und im Grunde geht das ja gut einher mit der Verfolgung, die die römisch-katholische Kirche hiermit rechtfertigt, damit, dass sie eben sagt, dass sie Ketzern das Wort nicht halten muss, weil sie eben dann mit Ketzern eben so umgeht, wie hier in der Inquisition dargestellt. Deswegen lassen wir das Video nebenbei mal laufen und fangen mit der Lesung dann jetzt mal an. Die Widerrufung des im Wechsel des Kampfes errungenen Ediktes von Nantes war der letzte Akt des blutigen Dramas, in dem auf Roms Seite Verrat und Fanatismus die Hauptrollen spielten.
Niemals ist ein Gesetz, welches das Resultat 40-jähriger blutiger Kämpfe, demnächst sorgfältiger Verhandlungen war, mit solcher Feierlichkeit erteilt, als unwiderstehlich von allen Autoritäten des Landes anerkannt und von den Parlamenten einregistriert worden, als dieses 1598 von Heinrich dem Großen gegebene, 1610 von der Königin Mutter, dann von Ludwig dem 13. und dem 14. von neuem verbriefte Edikt. Und dennoch, Entschuldigung, und dennoch begannen gleichzeitig mit dem Segen, welches es dem lange geängsteten Lande brachte, die teuflischen Machinationen zu seiner Beseitigung. Allmählich ward ein Recht der Protestanten nach dem anderen wieder bemäkelt, also ein Recht nach dem anderen wurde in Frage gestellt und zurückgezogen. Eine Plackerei nach der anderen wieder erneuert, bis der Lüstling auf dem Thron um vollkommene Indolenz für die Sünden seines befleckten Lebens sich zu verschaffen, es 1685 öffentlich zurücknahm und sein Kanzler, der Jesuit Tellier, bei Unterzeichnung dieses bübischen Dokuments, die Feder sträubt sich, es wiederzugeben, in die Worte ausbrach, Zitat, Herr, nun lässest du deinen Diener in Frieden fahren, denn meine Augen haben deinen Heiland gesehen. Ende Zitat. Nun, dieses Zitat ist gesprochen von einem sicheren Simeon, der auf den Tempeltreppen stand und wusste, wann Jesus Christus geboren wird und wann Jesus Christus in den Tempel gebracht würde zur Beschneidung. Und da ist dieser Text aus der Bibel genommen, der hier dann missbraucht wird von dem Jesuitenvater, eben um dafür zu sorgen, dass jetzt dem König, diesem bübischen, wie er das hier schreibt, dieser bübische Lüstling auf dem Thron, wo ihm also dann seine Absolution erteilt wurde, weil er eingestimmt hat, die Protestanten in Frankreich wieder zu verfolgen, also das Edikt von Nantes zurückzuziehen und damit dafür zu sorgen, dass eine erneute Verfolgung der Protestanten in Frankreich stattfinden konnte. Ja, wir sprechen hier von dem bübischen Lüstling, von dem Ludwig dem 14. Und hier steht geschrieben, der Jesuit Tellier, da habe ich eine kleine Fußnote dazu gemacht, weil es steht hier, wenn man das ein wenig nachsucht, 1709 nach dem Tod von Pater Lachaise wurde er dessen Nachfolger als Beichtvater des Königs und als Provinzial seines Ordens. Also der Tellier wurde 1709 erst der Beichtvater von König Ludwig dem 14. Hier müssen wir eben den eigentlichen Schuldigen nennen, den Beichtvater des Königs zu der Zeit, François Dex de Lachaise, der die Aufhebung des Edikts bewirkte. Das war 1685. Ja. Also wo der Autor hier überschreibt über den Tellier, ja, das war erst später, 1685, zum Einzug des Edikts von Nantes war es de la Chaise. Und da, über die Geschichte habe ich ja schon oft genug erzählt. Und in den Jahrbüchern der Geschichte ist's niedergelegt, dass die Dragonaden ihrer Mutter, der Bartholomäusnacht, vollkommen ebenbürtig waren. Also mit anderen Worten, die Mutter der Verfolgung in Frankreich ist die St. Bartholomäusnacht von 1572 und die der Rückzug des Edikts von Nantes 1685 ist im Grunde die kleinere Verfolgung. Was verglichen mit den Todeszahlen, die daraus fortgekommen sind, natürlich nicht richtig ist. Denn mit dem Einzug des Edikts von Nantes wurden ungefähr 500.000 Hugenotten ermordet im Lauf der Zeit und 500.000 sind aus dem Land geflüchtet, hauptsächlich nach Niederlande, England, auch in die neue Welt, was wir heute Amerika nennen und so weiter und so weiter. So unglaublich viele Leute geflüchtet. Aber die Mutter der Verfolgung, die Bartholomäusnacht zu nennen, ist natürlich, weil das die erste große Verfolgung der Jesuiten durch die Jesuiten der Hugenotten in Frankreich im 16. Jahrhundert war. Du wolltest die was sagen, Dragonaden, Marius? Ja. Ja, die Dragonaden lese ich gerade bei Wikipedia. Als Dragonaden bezeichnet man die Strafmaßnahmen des Königs Ludwig dem 14. von Frankreich gegen die protestantischen Kamisarden in den Severinen und andere Hugenotten in Südwest- und Südfrankreich. Das Ziel war, ihre Konfession zum katholischen Glauben zu erzwingen.
Also Ja, da wusste ich konvertiere nicht, oder was die stirb, ne? Dragonaden sind und hab's halt nachgeschlagen. Ja, Dragonaden sind im Grunde die Gesetze, die von dem König erlassen werden zur Verfolgung der Andersgläubigen als der römisch-katholischen Kirche Angehörenden, um das in kurzen Worten zu sagen. Ja. Gut, aber ist ja schön, dass du das mal kurz erklärst. Das ist also dann die Taten des Königs, die er danach gemacht hat. Damit war aber Frankreichs Unglück und der Bourbonen Schuld vollendet. Tellier hatte seines Vaterlandes Todesurteil gezeichnet und die Schicksale dieses Reiches von 1685 bis 1789 sind, wie jeder Geschichtskundige mit schnellem Blick erkennen muss, nichts als eine Kette von Ereignissen, deren Glieder nach dem Gesetz der Notwendigkeit die Verfolgung der Hugenotten mit den Gräueln der Revolution verbinden. Roms Lieblingsmaxime, allen Andersgläubigen gegenüber von dem wollüstigen und bigotten Hofe Frankreichs gepflegt, hat endlich die Schreckensherrschaft herbeigeführt. Es konnte nicht anders sein. Durch die Vertreibung der Protestanten waren Handel und Industrie auf den Tod verwundet. Na, wir dürfen ja nicht vergessen, die Hugenotten waren sehr ausgebildete Kaufleute und Handwerker. Die waren Weber, die waren Bäcker, die waren Schreiner, die waren Schmiede, die haben wunderbare Handwerke gemacht und als die natürlich A getötet oder B geflüchtet sind, fehlte natürlich diese ökonomische, also wirtschaftliche Kraft dem Land Frankreich. Und das haben sie deutlich gemerkt. Es konnte nicht anders sein, sagt der Autor also. Durch die Vertreibung der Protestanten waren Handel und Industrie auf den Tod verwundet. Was die Lüste und die Eroberungssucht der Sucht der Könige dem Staatsschatz etwa noch gelassen haben würden, das hatten ihm die Hugenottenkriege im Voraus geraubt. Neue Steuern drückten deshalb den verstümmelten Handel und den gelähmten Ackerbau. Roms Treulosigkeit fand Nachahmung in allen Ständen und führte endlich zum baren Atheismus. Die in den Religionskriegen gesäten Elemente der Unsittlichkeit wucherten mit entsetzlicher Gewalt und nach einem Jahrhundert war Frankreich zu einer Furie ohnegleichen umgewandelt. Nun kam der Wechsel. Ein Wechsel, dem der schreckliche Stempel vergeltender Rache aufgeprägt war. Jesuitische Kabalen mussten demokratischer Roheit Platz machen. Und Roms geweihte Dolche wurden vertauscht mit dem Fallbeil der Revolution. Der Bourbone stieg vom Thron und zur Strafe für der Väter Sünden aufs Blutgerüst. Robespierre nahm seine Stelle ein. Aber der blutdürstige und rachsüchtige Tyrann war nicht schlimmer und jedenfalls nicht so treulos und heuchlerisch als die Männer, welche Karl IX. Seine Waffen bis auf die wehrlosesten Hugenotten richten ließen und Ludwig XIV. Zum Widerruf des Edikts von Nantes veranlassten. Haufen unglücklicher Flüchtlinge sah man wieder an den Grenzen, aber diesmal war es Frankreichs Adel und Geistlichkeit. Doch die Revolution erschöpfte ihre Kräfte im Rasen und Toben. Da machte sich das müde, gehetzte, aber immer noch taumelnde Volk zum willenlosen Werkzeug eines Tyrannen, der sein eisernes Joch mit starker Faust nicht minder auf das Volk als auf die kaum erst restituierte Geistlichkeit drückte, wenn auch Siegesjubel den Jammer elendster Knechtschaft übertäubte. Noch einmal ward durch Gottes wundersames Walten den Bourbonen eine Frist gestellt. Wir wissen, dass sie dieselbe schlecht benutzten und zum zweiten Male gestürzt wurden, als eben das Netz der römischen Hierarchie fester und fester das Land von Neuem umgarnte. Abermals ward ein böser Geist durch den anderen ausgetrieben. Und als auch Louis Philipps Reich, das Reich der materiellen Interessen und des Egoismus, zu Ende war, das rote Gespenst eine kurze Zeit seine Schreckensgestalt dem Lande gewiesen hatte, da ist Frankreich nun in die Hände eines Mannes gefallen, der, jüngst noch ein Schüler sozialistischer Atheisten, einen Kaiserthron sich gebaut hat, der auf die widersprechenden Elemente der Volkssouveränität und der Autokratie gegründet, von den Bajonetten einer kriegslustigen Armee und von den Weiheformeln des päpstlichen Kultus gleichmäßig gestützt werden soll. Daher Louis Napoleons plötzliche Hingebung an die seinen, an die seinem Verstande in ihrer Nichtigkeit gewiss bloß liegenden römischen Zeremonien.
vergebliches Bemühen. Mit solchem Materiale baut man nichts Dauerhaftes. So hat denn Roms Treulosigkeit und seine Lehre vom Eidbruch das ihrige getan, ein großes, schönes Reich Europas ins tiefste moralische Verderben zu bringen und zu einem wahren Exempel für alle Nationen zu machen. Diesen Satz, meine lieben Brüder und Schwestern, lese ich noch einmal. Und lasst uns den dann aus der Vergangenheit, in der der Autor hier natürlich von uns gesehen heute schreibt, einmal transferieren zu der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg und statt in Frankreich auf das Deutsche Reich zu passen oder auf Deutschland zu passen. So hat denn Roms Treulosigkeit und seine Lehre vom Eidbruch das ihrige getan, ein großes, schönes Reich Europas ins tiefste moralische Verderben zu bringen und zu einem wahren Exempel für alle Nationen zu machen. Ein großes, schönes Reich Europas, Deutschland, ist heutzutage in das tiefste moralische Verderben gezwungen durch Rom. Und der das heißt, Eidbruch, lass mich mal eben aussprechen, bitte. Und den Eidesbruch, den Rom hier begangen hat, ist unter anderem der, dass, wie wir wissen, Papst Leo der 13. Ende des 19. Jahrhunderts vom deutschen Kaiser verlangt hat, dass das Deutsche Reich das Schwert der römisch-katholischen Kirche werden soll. Und das war es zu seiner eigenen Vernichtung geworden im Ersten Weltkrieg und im Zweiten Weltkrieg. Und der Dank für die ganze Sache ist, dass man eben dieses große, schöne europäische Reich, Deutschland genannt, in ein moralisches Verderben gebracht hat, mit dem wir heute immer noch leben und ich glaube, wo wir selbst noch nicht mal die schlimmsten Zustände bis jetzt überhaupt erlebt haben, sondern es kann wohl immer noch schlimmer kommen. Das, was damals hier mit Frankreich passiert ist, passiert heute mit Deutschland. Und das ist ein gutes Beispiel dafür, dass man sagen kann, Geschichte wiederholt sich. So, Marius, du kannst immer gerne was sagen, aber bitte unterbrech mich nicht, wenn ich mitten im Satz bin. Sag mal bitte, was du sagen wolltest. Verzeihung, ich dachte, du bist fertig. Da habe ich wohl nicht richtig zugehört. Verzeihung. Ja, das heißt hier als ein Warnexempel für alle anderen Reiche. Nur wie die Geschichte immer wieder zeigt, da kann man warnen und Exempel statuieren und ja, die Geschichte wiederholt sich dann trotzdem. Ja. Da wird nicht draus gelernt. Ich habe letztens gehört, es gab einen Satz, der wird als Zitat einer sicheren Mahatma Gandhi zugeschrieben, den kennt ihr ja wahrscheinlich auch alle, der soll gesagt haben, wenn Geschichte uns etwas gelehrt hat, dann ist es, dass die Menschen aus der Geschichte nichts lernen. Und ich glaube, da hat er den Nagel mit auf den Kopf getroffen. Wenn Geschichte uns etwas gelehrt hat, dann ist es, dass die Menschen aus der Geschichte nichts gelehrt haben. Aber fahren wir fort in dem Buch. Wenn man nun aber einwirft, dass all dieses Elend in Europa, von dem wir ja kaum den zehnten Teil berührt haben, Europa ist ja viel größer als nur Frankreich, vielmehr den Regierungen als der römischen Kirche zur Last falle, so ist dies unrichtig. Denn alle jene schrecklichen Vorgänge entsprangen aus der Herrschaft Roms und seiner schändlichen Lehre. Alle Ketzer, Zitat, als außer dem Gesetze stehende, Ende Zitat, zu behandeln. Ja? Wie man so schön im Englischen sagt, oder wie sagt man das im Deutschen, vogelfrei, ja, man ist vogelfrei erklärt nach dem Motto, man steht eben außerhalb dem Gesetze. Ja. Am römischen Hofe und im Rate römischer Würdenträger entstanden die Entwürfe zur Ausführung all jener Gräuel. Frankreich und die anderen Staaten haben, gewöhnlich ohne es zu wissen, nur die Politik befolgt, welche man in Rom ihnen vorzeichnete, und die Sanktion der Kirche fehlte deshalb auch ihren Regierungshandlungen nicht. Sofern sie nur das eine Ziel, die Ausrottung der Ketzerei, beförderten. Die Lehre vom Eidbruch gegen Ketzer ist nicht eine bloße Theorie geblieben, sondern praktisch wirksam und im höchsten Grade erfolgreich geworden, sobald für Rom sich Gelegenheit dazu fand. Die Ableugnung der in Rede stehenden Lehre durch neuere papistische Theologen hat demzufolge nicht das geringste Gewicht
und wo sie dennoch versucht wird, dürfen wir mit Recht fragen, wann und wo hat die Kirche diese Lehre, die eine der wichtigsten Grundlagen ihres ganzen Systems bildet, widerrufen? Häufig bedienen sich Romanisten der folgenden elenden Spitzfindigkeit, Haarspalterei. Zitat: Der Papst hat die Macht, vom Eide zu dispensieren. Er tut dies, sobald der Nutzen der Kirche es erfordert. Hat er es getan, so ist der Eid null und nichtig, existiert nicht mehr, kann folglich auch nicht gebrochen werden. Ob die Schlechtigkeit dieses Kunststücks größer ist als die Einfalt, welche sich dadurch täuschen lässt, oder umgekehrt, wollen wir hier nicht entscheiden. Aber das ist klar, dass, wenn römische Priester, welche die Geschichte ihrer Kirche kennen, eidlich versichern, es sei nicht wahr, dass die Kirche lehre, man brauche Ketzer nicht Wort zu halten, also auch nicht die Wahrheit zu sagen, sie eben dadurch, wie Dr. Cunningham treffend bemerkt, den schlagendsten Beweis von der Richtigkeit der Beschuldigung, die sie abschwören, liefern. Die eben erörterte oder praktisch gewordene Lehre, in Verbindung mit ihrer tiefen dogmatischen Grundlage, dem Satze, dass der Papst von jedem Eide entbinden könne, wenn es das Heil der Kirche erfordere, wann dieser Fall aber eintritt, kann ja doch nur der unfehlbare Papst selber beurteilen, rüttelt nicht bloß an den Thronen, sondern an jedem gesellschaftlichen Zustande überhaupt, gefährdet, das muss auch dem Blödesten klar sein, die gesamte Existenz der Gesellschaft und in ihren Konsequenzen verfolgt und verurteilt sie unter Geschlecht zum Zustande, verurteilt sie unser Geschlecht zum Zustande der Wilden. Wir gehen hier noch kurz in der Mitte des Satzes auf eine Fußnote rein, nur es ist sehr schwierig zu lesen, wie ihr hier selber seht, und ich musste es erst zu Ende lesen, dass ich meinen Fluss nicht verliere. Wir gehen kurz in die Fußnote hinein, die da steht, dass der Papst von jedem Eide entbinden könne, wenn es das Heil der Kirche erfordere. Diesen Satz machte von Florencourt in einem seiner Wiener Briefe, die in der Deutschen Volkshalle 1852 veröffentlicht wurden, allen Ernstes in Bezug auf den Staatsstreich Louis Napoleons vom 2. Dezember 1851 geltend. Er verwarf nämlich denselben, weil Louis Napoleon sich nicht entschlossen habe, vorher den Dispens des Papstes für seinen Eidbruch nachzusuchen. Zitat: Hätte er das getan, wäre er vor jedem katholischen Gewissen gerechtfertigt. So meint Florencourt. Eben sehen, wo der Satz hier endet, dass ich da weiterlesen kann. Aus der richtigen Erkenntnis dieses Sachverhältnisses ist es zu erklären, wenn Männer, welche Vorkämpfer religiöser Toleranz genannt werden dürfen, doch nicht gewagt haben, dieselbe auch für die römische Kirche unbedingt in Anspruch zu nehmen. Sie bekunden damit nur den immanenten Selbsterhaltungstrieb des sozialen Organismus. Auch hier gehen wir in eine Fußnote noch hinein, bevor wir, glaube ich, das Kapitel abschließen. Ja, das dritte Buch sogar abschließen. Und die Fußnote sagt uns das Folgende. Macaulay in seiner Historie oder History of England im zweiten Band auf den Seiten 8 und 9 erschienen in London 1850 sagt, Zitat: Wenn es in unserer Zeit zwei Menschen gab, die zufolge ihrer Geistesrichtung und ihrer Gemütsart tolerant genannt werden müssen, so war es Tillotson und Locke. Ersterer, bekanntlich im Geruche der Heterodorie, erklärte von der Tribüne im Hause der Gemeinen, es sei Pflicht, ernstliche Vorkehrungen gegen die Verbreitung einer Religion zu treffen, welche noch boshafter als irreligiös sei. Eine Religion, die von ihren Bekennern Dienste fordere, welche den ersten Moralprinzipien entgegen seien. Nach seiner Meinung würden Heiden, welche nie etwas von dem Namen Christi gehört, sondern nur durch das Licht der Natur sich hätten leiten lassen, zuverlässigere Glieder der bürgerlichen Gesellschaft seien als Zöglinge der päpstlichen Kasuistenschulen. Locke,
der in einem berühmten Traktat nachzuweisen sich bemüht hat, dass auch die größte Form der Abgötterei nicht mit Strafmaßregeln gehindert werden solle, drückt sich noch weit stärker aus. Aber sein Zitat ist hier in der Fußnote nicht mit eingenommen. Und damit kommen wir zum Ende des Nachtrags im zweiten Buch und gehen in diesem Werk von James Atkin Wiley in das dritte Buch, das getitelt ist Der Geist und Einfluss des Papsttums. Wir hatten ja Doppelgesicht des Papsttums, Geschichte, Lehren und haben wir jetzt besprochen. Jetzt kommt Geist und Einfluss und dann kommt zum Schluss noch Zustand und Aussichten der römischen Kirche. So ist das Buch unterteilt. Hier jetzt das dritte Buch und da beginnen wir dann gleich im ersten Kapitel. Das erste Kapitel heißt Der Geist des Papsttums. Ja, Geist und Einfluss des Papsttums. Hier ist es jetzt der Geist des Papsttums. Viele Bände würden kaum genügen dem unvergleichlichen, eigentümlichen Geiste des Papsttums. Das Wort Genius, welches wir deshalb auch gebrauchen wollen, bezeichnet eigentlich richtiger, was wir meinen, volle Gerechtigkeit widerfahren zu lassen. Ein tief eindringender, gewandter Verstand, der sein Leben der Erforschung dieses Systems geweiht hätte, würde doch zuletzt bekennen müssen, dass er zu unergründlichen Tiefen und Geheimnissen, deren Enthüllung er späteren überlassen müsse, gekommen sei. Also Nachkommen. In unseren engen Grenzen müssen wir uns damit begnügen, einige hervorragende Punkte des Systems sowie einige Hauptrichtungen seiner Entwicklung zu bezeichnen. Und wir halten uns entschädigt, wenn es uns gelingt, einen und den anderen von der ungeheuren Wichtigkeit der Sache zu überzeugen. Da könnte man jetzt beinahe die Parabel oder das Gleichnis von dem Sämann anwenden. Wir halten uns entschädigt, wenn es uns gelingt, einen oder anderen von der ungeheuren Wichtigkeit der Sache zu überzeugen. Wir müssen viele Samen streuen, dass ganz wenige aufgehen, dass ganz wenige Frucht da herauskommt, mit der Frucht, mit der dann das Gotteswort weitergetragen wird auf dieser Welt. Wir müssen sehr, sehr viele Leute ansprechen und vom Evangelium und anderen Dingen erzählen, dass wir sie davon überzeugen können. Und es ist wirklich immer nur der eine oder andere. Selbst wenn man hunderte von Leuten anspricht, das sind ganz, ganz wenige, aber jeder einzelne ist wichtig. Und James Atkin Wiley macht ja einen ganz wichtigen Punkt, deswegen habe ich den Satz hier auch grün angestrichen. Ich werde wohl die Farbe in der Zukunft verändern, weil das ja hier keine Falschheit ist, was hier steht. Wir halten uns entschädigt, wenn es uns gelingt, einen und den anderen von der ungeheuren Wichtigkeit der Sache zu überzeugen. Elemente gewaltiger Art müssen in einem System liegen, welches so lange bestand und einen so großen Einfluss erlangt hat. Und diese können, wenn es gelingt, sie sozusagen aus dem Schiffbruch zu retten, zur Wiederherstellung der Gesellschaft und dem Wiederaufbau der Kirche Gottes gebraucht werden. Sind doch zuweilen ganze Städte aus den Ruinen riesiger, durch Zeit oder Gewalt zerstörter Bauwerke errichtet worden. So können wir auch Steine und Balken des Papsttums zum Besten der Gesellschaft, zum Dienste Gottes gebrauchen, bis das alte Rätsel Speise ging aus von dem Fresser und Süßigkeit von dem Starken eine neue Lösung gefunden hat. Das war ein Zitat aus dem Buch der Richter, Kapitel 14, Vers 14. Es gibt kaum einen Bereich menschlicher Erkenntnis, auf welches das Studium des Papsttums nicht sein Licht wirft. Die Tiefen der Politik Satans öffnen sich uns bei der genaueren Erforschung dieser Religion, der gefallenen Menschennatur. Die ganze Verderbtheit des menschlichen Herzens samt dem Trugschimmer seiner eigenen Gerechtigkeit wird uns bloßgelegt. Und wir erfahren, welch entsetzliches Unheil aus einem einzigen bösen Prinzip oder aus der falschen Anwendung eines Guten sich entwickeln kann. Erschlossen werden uns die Quellen der mannigfaltigsten, vielgestaltigsten Irrtümer und wir selbst in den Stand gesetzt, alle auf einen einzigen Grundirrtum zurückzuführen, während im Gegensatz die Wahrheit in ihrer Einfalt, in ihrer Harmonie und Großartigkeit und wesentlichen Einzigkeit sich uns darstellt. Es zeigt sich, dass kein falsches System von ewiger Dauer sein kann,
dass es die Samen des Todes in sich trägt und dass weder äußere Machterweiterung noch die Weihe ehrwürdigen Altertums es vor dem Tode retten können, zu dem es seit seinem Entstehen verurteilt ist. Es hat keine selbsterneuernde Kraft. Und selbst wenn man es ungestört sich selbst überlässt, muss doch die innere Auszehrung es zur bestimmten Zeit in sein Grab befördern. Aber die inwendige Kraft, deren die Züge entbehrt, aber die inwendige Kraft, deren die Lüge entbehrt, eignet der Wahrheit, deren Samenkörner einmal durch Christum in die Welt gesät, unzerstörbar sind. Und wenn auch nur ein Körnchen übrig bliebe, würde es doch seinerzeit die Scholle durchbrechen und die Welt erneuern. Ein Atom der Wahrheit hat mehr Kraft in sich als ein ganzes System des Irrtums. Ich habe mal das Buch gelesen von William Cooper, Bill Cooper, den auch viele von euch wahrscheinlich kennen, Behold the Pale Horse. Und darin beschreibt er, dass unter dem Berg von Lügen, ganz unten drin, ganz tief vergraben, unter diesem riesigen Berg von Lügen, die Wahrheit ist. Wenn man jetzt diese Wahrheit aus diesem Berg herauszieht, dann bricht der ganze Berg zusammen. Oder man kann es vielleicht bildlich noch ein wenig besser darstellen, wenn man sich ein Kartenhaus vorstellt, das vielleicht 25 Stockwerke hat und riesig groß ist. Aber wenn ich unten aus dem untersten einen der wichtigsten Träger herausnehme, nämlich die Wahrheit, auf der die ganze Lüge basiert, dann bricht das ganze Kartenhaus zusammen. Und das ist genau das, was James Edgen Wiley uns hier mit dem Bildnis des Atoms deutlich machen will. Ein Atom der Wahrheit, so klein es also auch ist, ein Atom konnte man damals zu der Zeit ja noch nicht mal sichtbar machen. Die hatten ja noch keine Mikroskope und Elektronenmikroskope, wie wir sie heute haben. Heute kann man ja ein Atom sogar sichtbar machen, damals war das nicht. Trotzdem wusste man, das Atom ist das kleinste Teil. Ja, bis man dann gemerkt hat, ein Atom setzt zusammen aus Neutronen, Protonen und Elektronen oder was weiß ich alles. Ich bin ja kein Physiker. Also es gibt noch kleinere Teile als ein Atom, aber für James Edgen Wiley war das damals das kleinste bekannte Teil. Ein Atom der Wahrheit, also so klein das Teil auch ist, so klein die Wahrheit aus ist, so verborgen sie auch ist. Aber die Wahrheit hat mehr Kraft in sich als ein ganzes System des Irrtums. Und deswegen ist die römisch-katholische Kirche seit Jahrzehnten, seit Jahrhunderten versucht, die Wahrheit aus der Welt zu schaffen. Denn die Wahrheit in der Form der Bibel, des Wortes Gottes, bringt das ganze System des Irrtums der römisch-katholischen Kirche in Gefahr. Und je mehr Leute diese Wahrheit lernen, weil sie die Bibel lesen und weil sie die Wahrheit erfahren, desto mehr wenden sich von dem Irrtum des Systems ab, desto mehr durchschauen das und entblößen es und stellen es bloß als das, was es wirklich ist. Und dazu dienen ja unter anderem auch diese Lesung. Und hoffentlich sind auch hier einige Samenkörner damit bei, die aufgehen und die verstehen, dass ein Atom der Wahrheit mehr Kraft hat als das ganze System und dass sie sagen, dann gehöre ich lieber zu diesem ganz kleinen Atom, das wahr ist, als zu diesem riesigen System, das Irrtum und Lüge darstellt. Wir stehen dem Papsttum zu nahe, als dass wir übersehen könnten, warum Gott die Existenz dieses bösen Systems zugelassen und nur einzelne seiner Absichten hierbei sind uns wohl bekannt, andere noch immer mit dem Schleier des Geheimnisses verhüllt. Das aber wissen wir, dass auch hierin seines Waltens Endziele groß, weise und wohltätig sind, und einst der Nachwelt als solche offenbar werden müssen. Dann wird es zweifellos klar werden, wie die Zulassung so greulichen Irrtums ein Beweis dafür sein sollte, dass die Prinzipien, auf welche die Gesellschaft gegründet ist, zu voller Harmonie mit denen der göttlichen Weltregierung kommen müssen, damit sie auf ihren späteren Entwicklungsstufen vor den Irrtümern, durch die sie bis dahin verführt und vor dem Elend, von dem sie überwältigt worden, bewahrt bleibe.
Eigentlich haben wir bis jetzt den Papismus in seinen leitenden Prinzipien dargestellt und gehen nun zur Betrachtung des Papsttums im inneren oder im engeren Sinne über. Beides ist nicht einerlei. Der Papismus ist dasjenige Prinzip oder der Irrtum, den wir kurz Erlösung durch den Menschen bezeichnen können. Im Gegensatz zur Wahrheit des Evangeliums, Erlösung durch Gott. Da kann man es im Grunde auf diesen einen Satz runter reduzieren. Der Irrtum heißt Erlösung durch den Menschen, Erlösung durch Werke. Und in der Bibel steht geschrieben, Erlösung kommt durch die Gnade Gottes. Ja, alle, Marius? Ja, die Erlösung durch sich selbst. Das heißt, wenn man jetzt in ein Sumpfgebiet versackt, sich aus den eigenen Haaren herausziehen. Sich an den eigenen Haaren rausziehen muss, aus dem Morast rausziehen muss. Ja, das ist richtig. Das ist auch so ein Bild, das habe ich auch schon öfter mal gebracht. Ja, das stimmt. Als ob das gehen würde, nicht wahr? Man braucht einen von außen, der einen rettet. Ja, und vor allen Dingen ist es eben so, welche Werke wir auch tun können. Wir können kein einziges Werk tun, das Gott davon überzeugen kann, dass wir der Errettung würdig sind. Er und was bestimmt. Passiert, wenn man versucht, da irgendwas hektisch zu machen im Sumpf oder im Treibsand, dann versinkt man noch schneller. Man versinkt noch schneller, ja. Man gräbt sich sein eigenes Grab, mit anderen Worten, ja. So ist das. Gut, wir haben hier genug von den Inquisitionsbildern gesehen. Wir machen mal besser das normale Bild für die Buchlesung hier mit rein. Dann können wir uns ein wenig darauf konzentrieren. Das Papsttum dagegen ist die Organisation dieses Prinzips in der Welt, durch welche der Irrtum seine Verkörperung erlangt hat. Ist der Boden, auf dem der Papismus wächst, oder auch das Gerüst, in welchem er sich darzustellen bemüht ist. Dazu hat ihm seit länger als 1000 Jahren Europas Staatensystem, dessen belebende Seele, dessen unsichtbar leitende Hand er von der Spitze der sieben Hügel aus gewesen, gedient. Der Papismus gab diesem System Einheit und hatte in seinem Dienst als Räder an der großen Maschine alle Priester von den scharlachenden Kardinälen der ewigen Stadt bis zu den wandernden Kapuzinermönchen im hähnernen Rock mit dem Gürtelstrick, alle Fürsten vom allerchristlichen Könige bis zu dem letzten der kleinen deutschen Lehensträger. Alle mussten einmütig zusammenwirken für denselben unreinen Zweck. Die Machtvermehrung der Priesterschaft, die Ehre und den Glanz namentlich des Oberpriesters zu Rom, zu Unehren des hohen Priesters im Himmel. Das war das Papsttum, die Geistesarbeit von Millionen während 1000 Jahren. Ein einziger Mensch, wie mächtig auch immer, hätte niemals solch ein System zustande bringen können. Ja, selbst Satans Klugheit reicht dazu nimmer aus. Plan, Ordnung und Weise des himmlischen Königreichs ist im Anfang von seinem Urheber entworfen, im Neuen Testament uns offenbart, und als die Apostel begannen daran zu bauen, da kannten sie Ziel, Umfang und Höhe ihres Werkes. Eben daher entlehnte der Urheber des Papsttums die Skizze seines Werkes. Er nahm Abschrift von den leitenden Lehren des Evangeliums und legte die Prinzipien aus der Schriftoffenbarung des evangelischen Königreichs, nachdem er sie einem Verderbungsprozess unterworfen, zugrunde, um darauf weiterzubauen. Ups. Im Verlaufe des Werkes unternahm er dann Neuerungen in Betreff des Wesens sowohl als der Form, je nachdem der herrschenden Welt des Zeitalters solche gestattete oder je nachdem der herrschende Geist des Zeitalters solche gestattete oder forderte. Stets verstand er die Forderungen der Zeit und führte die durch die bedingten Umbildungen und Veränderungen mit der glücklichsten Hand aus. Satan, stets unseres Herrgotts Affe,
wie Luther sagt, hat sein Meisterstück vollführt in dem Aufbau des Papsttums. Nochmal, Satan, stets unsers Herrgotts Affe, wie Luther sagt, hat sein Meisterstück vollführt in dem Aufbau des Papsttums. Einzig in seiner Art. Es gibt kein zweites System wie die römisch-katholische Kirche und den Vatikan auf dieser Welt. Es ist absolut einzig in seiner Art, von daher auch unverwechselbar. Niemand anders kann die Position einnehmen, die die Bibel der römisch-katholischen Kirche zuspricht. Niemand anders kann die Position einnehmen, wovon die Bibel warnt, dass er der Sohn des Verderbens, der Mann der Sünde oder Mensch der Sünde ist, der Antichrist ist. Ja? Er ist einzig in seiner Art. Er hat keinen Nebenbuhler, ist unerreicht. Alle früheren Systeme des Irrtums stellt er oder es tief in den Schatten. Die Zukunft fordert es heraus. Ob es ihr möglich sein werde, etwas Größeres hervorzubringen, hat sich das Papsttum zu wundervoller Höhe emporgeschwungen und lässt namentlich dem Polytheismus, also Mehrgötterei, der nach Plan und Geist im Vergleich mit ihm einfach erscheint, weit hinter sich zurück. Es wählt sich die schlimmsten Leidenschaften unserer Natur, die sinnliche Lust, den abgöttischen Hang des Herzens, die Liebe zum Reichtum, den Stolz, den Ehrgeiz, die Herrschsucht im weltlichen und geistlichen Dingen und gewährt ihnen die möglichst freie Entwicklung, vereinigt und ordnet sie mit außerordentlicher Geschicklichkeit, befähigt sie so zu den größten Wirkungen und bereitet durch diese unübertreffliche, der Wahrheit feindlich gegenüberstehende Organisation des Irrtums in seiner Vollendung dem Hirten der römischen Gemeinde eine über die Throne der Erde hinausragende und dem Throne des Ewigen trotzende Stellung. Nun das, meine lieben Brüder und Schwestern, war ein sehr wichtiger Satz, wo ich noch ein wenig dichter noch einmal drauf hineingehen werde. Das Papsttum also, dieser Irrtum, wählt sich die schlimmsten Leidenschaften unserer Natur. Und jetzt hört mal gut zu, was jetzt aufgezählt wird. Das ist genau das, was die römisch-katholische Kirche mit Freiheit verbindet. Ja? Die sinnliche Lust. Denkt doch mal an die Zustände, in denen wir heutzutage leben, mit der LBGTTQI, was weiß ich nicht noch alles, Bewegung, ja, dieser sogenannten Geschlechtsbewegung oder Genderbewegung, wie es im Neudeutschen heißt. Gender, das ist ja auch dieses englische Wort. Ja? Also früher, wenn die Frau schwanger war, dann fragte man sie, do you know the sex of the baby? Kennst du den Sex? Also da war das Geschlecht des Babys mit gemeint. Heute spricht man vom Gender. Ja? Das ist, so schleicht sich diese Veränderung da langsam mit ein. Die sinnliche Lust, die die Menschen verspüren, den Menschen auf die Lust reduzieren. In der Bibel wird von Liebe gesprochen. In dieser Welt ist das Lust. Ich muss mir öfter mal so Fernsehserien im Fernsehen hier mit anschauen, wenn ich esse, wenn meine Mutter irgendwas guckt und die ist ein großer Fan von Sturm der Liebe und ich gönne das ja und sie weiß ja, dass das alles schlimm ist und also letztens habe ich gesagt, jetzt kann ich da wirklich nicht mehr mit zugucken, aber die Leute da sprechen ständig von, ach, ich liebe dich doch so, ich liebe dich doch so. Das sagen sie nach vorne hin, nach hinten rum, stecken sie dir ein Messer in den Rücken. In diesen Serien wird Liebe mit Lust verwechselt. Ich liebe dich heißt, ich will mit dir schlafen. Und wenn ich mit dir geschlafen habe, dann gucke ich um und suche mir jemand anders an. Suche mir jemand anders aus. Und solche Serien sind im Grunde nur Fallbeispiele dafür, wie es in dieser ganzen Welt zugeht. Die meisten Menschen, wenn sie heute eine Ehe schließen, also gehen wir jetzt mal eben bitte von ganz normalen heterosexuellen, zweigeschlechtlichen, ein Mann, eine Frau Menschen aus, die die Ehe miteinander schließen, die machen oftmals denselben Fehler. Und wenn diese Lust, diese Leidenschaft verbrannt ist, wenn die weg ist, dann kommt die Scheidung. Deswegen werden heute 75-80% aller Ehen, die geschlossen werden, wieder geschieden. Das war vor, ich sag mal, 100 Jahren noch ganz anders.
Da war eine Scheidung oder etwas, was gar nicht ging. Die Moral in unserer Gesellschaft ist so verkommen dadurch. Und das drückt sich eben dadurch aus, dass das antichristliche System bei uns unglaublich regiert. Die sinnliche Lust, die die Liebe verfangen hat, ja, das Begehren, und wenn ich das Begehrte habe, das dann gebrauchen und nach dem Gebrauch wegzuwerfen, das ist die Gesellschaft, in der wir leben. Ja. Also, es wählt sich die schlimmsten Leidenschaften unserer Natur, die sinnliche Lust. Aber in unserem System wird das als Freiheit bezeichnet. Wenn ich mit Michael die satanische Medienagenda-Videos mache, dann kommen wir bei dem, was ich jetzt sage, immer wieder auf einen Satz zurück, der geprägt wurde von einem gewissen Aleister Crowley, der größte, wahrscheinlich schlimmste Satanist des 20. Jahrhunderts, der in seinem Werk geschrieben hat, tu, was du willst. Das soll das ganze Gesetz sein. Und das ist genau auf das hier zurückzuführen. Die sinnliche Lust. Es ist die Freiheit, die ich kriege, um meinen Lüsten nachzugehen. Ja? Den abgöttischen Hang des Herzens. Was ist denn der abgöttische Hang des Herzens? Das ist Anbetung von Idolen. Das ist irgendwelche Statuen anzubeten. Ja? Das Herz verlangt danach, den Gott, den ich anbete, zu sehen. Und dann falle ich zu Maria-Statuen nieder oder Jesus-Statuen oder heiligen Statuen in der Kirche oder heiligen Bildern oder heiligen Fenstern in der Kirche und so weiter und so weiter. Das ist hier gemeint mit den abgöttischen Hang des Herzens. Die Liebe zum Reichtum, wie es in der Bibel geschrieben steht, die Liebe zum Geld ist die Wurzel allen Übels. In unserer Welt leben wir heute, wo jeder nur noch danach strebt, reich zu sein. Und wenn er reich ist, sich alle Dinge leisten zu können. Und dann kann er tun und lassen, was er will. Hallo, Aleister Crowley, tu, was du willst, soll das ganze Gesetz sein. Wieder einmal. Den Stolz, den Ehrgeiz, das ist das, was Luzifer bereits zum Fall gebracht hat. Der Stolz, der Ehrgeiz, die Herrschsucht im weltlichen und geistigen Dingen und gewährt ihnen die möglichst freie Entwicklung. Hallo, freie Entwicklung, dafür braucht es Menschenrechte, dafür braucht es Freiheiten, die gegeben werden. Und die Freiheiten, die die römisch-katholische Kirche gibt, sind die Freiheiten vom Gesetz Gottes. Die römisch-katholische Kirche will uns entbinden von den Gesetzen Gottes. Sie will uns entbinden von den Geboten. Tu, was du willst. Vereinigt und ordnet sie mit außerordentlicher Geschicklichkeit. Sie hat viele, viele Gesetzgeber, die sich dafür, oder Gesetzesschreiber, die sich mit nichts anderem beschäftigen, als diese Dinge zu Papier zu bringen und diese Verordnungen auf uns loszulassen. Und da müssen wir damit leben, dass unsere Gesellschaft sich in der Hinsicht verändert. Ja? Das ist die außerordentliche Geschicklichkeit, die sie gebraucht. Befähigt sie so zu den größten Wirkungen und bereitet durch diese unübertreffliche, der Wahrheit feindlich gegenüberstehende Organisation des Irrtums in seiner Vollendung, dem Hirten der römischen Gemeinde eine über die Throne der Erde hinausragende und dem Throne des Ewigen trotzende Stellung. Das Prinzip der Lüge feiert im Papismus das Prinzip der Lüge feiert im Papismus seine Erhöhung. Und Satan wusste wohl, dass jede Kräftigung dieser Macht, jede Mehrung ihres Ruhms ihm selber zugute kam, weshalb er auch von Gaben und Gütern dieser Welt ihr nichts vorenthielt. Allen Reichtum, alle Mächte Europas unterwarf er ihr. Könige befähigte er ihr zum Gehorsam und Nationen zum Dienst und tat das alles für sie, weil sein Gewinn daraus so ungeheuer war. Dies dürfen wir nicht vergessen bei Betrachtung der blendenden Macht des papistischen Weltreichs. Der Judaslohn für den Verrat des Herrn und der einfachen Wahrheit seines Evangeliums waren die Herrschaften dieser Welt. Wenn wir nun aber
keinen Anstand nehmen, die Macht des Papsttums ihrem Ursprunge nach eine satanische zu nennen, so dürfen wir doch nicht vergessen, dass sie als solche nicht unvermittelt in die Welt gekommen ist. Es ist richtig, dass, wie das Erlösungswerk eine Offenbarung des eigentümlichen Wesens Gottes ist und den Stempel seiner herrlichen Vollkommenheit an sich trägt, so das Papsttum eine Darstellung des Wesens Satans ist und den Stempel der Eigenschaften desselben an sich trägt, dass demnach eine Erforschung dieses Systems ein Blick in Satans Tiefen ist. Allein, und diese Erwägung nimmt unseren auf die Schrift gegründeten und mit den Schriften der deutschen und englischen Reformatoren stimmenden Behauptungen den Schein zu großer Schroffheit. Die historische Vermittlung seines Ursprungs muss in der Verführungsgeschichte der ersten Menschen gesucht werden. Man muss immer ganz zum Anfang zurückgehen, wenn man die ganze Geschichte verstehen will. Satans Politik war von Anfang an dieselbe. Er hat nämlich die Lehre Gottes in Frage gestellt. Ja, hat Gott wirklich gesagt? Er hat sie nach Umständen modifiziert und den Gang der Ereignisse meisterlich angepasst, hat seine Oppositionsfront verändert, je nachdem er eine einzelne Wahrheit oder ein ganzes System von Wahrheiten sich gegenüber erblickte, aber im Großen und Ganzen war sein Verfahren immer dasselbe. Ein tüchtiger General wird dieselben Gesetze militärischer Taktik in dem einer Hauptschlacht vorangehenden Geplänkel befolgen, wie in jener selbst, so hat Satan dieselbe Angriffsweise in der Versuchung von Eden schon erprobt, die er nachher in voller Entwicklung bei Errichtung der irdisch-kirchlichen papistischen Herrschaft im westlichen Europa anwandte. Deshalb ist auch das Studium jenes einfachen Ereignisses der Schlüssel für die Erkenntnis des Größeren und Verwickelteren. Also mit anderen Worten, wenn wir die Verführung des Satan in der Entstehungsgeschichte der Menschheit im Buch Genesis im dritten Kapitel nicht verstehen, dann verstehen wir auch nicht, wenn er das im Kleinen schafft, wie er das heute im Großen schafft. Weil nichts anderes ist das. Satan hat damals im Garten Eden die ganze Menschheit betrogen, angefangen mit der Frau, die dann ihren Mann verführt hat oder ihr Mann zu essen gegeben hat. Und der Mann genauso wie die Frau dann gefallen ist. Was er da mit den Zweien geschafft hat, genau das schafft er heute mit 7 Milliarden oder 8 Milliarden oder 9 Milliarden. Oder wie viel wir auch immer sein mögen. Und ein paar kleine Ausnahmen. Aber am Anfang ist ja eine Fußnote. Ich habe vergessen, das hier oben farblich einzuzeichnen. Das mache ich mal eben. Weil dann weiß ich, dass ich in die Fußnote reingehen muss. Und anscheinend muss ich da reingehen. Also wiederholen wir hier diesen einen Satz nochmal, dass wir wissen, wo die Fußnote überging. Es ist richtig, dass, wie das Erlösungswerk eine Offenbarung des eigentümlichen Wesens Gottes ist, um den Stempel seiner herrlichen Vollkommenheit an sich trägt, so das Papsttum eine Darstellung des Wesens Satans ist und den Stempel der Eigenschaften desselben, also Satans, an sich trägt, dass demnach eine Erforschung dieses Systems ein Blick in Satans Tiefen ist, also in Satans Seele ist. Allein, und diese Erwägung nimmt unseren auf die Schrift gegründeten und mit den Schriften der deutschen und englischen Reformatoren stimmenden Behauptungen den Schein zu großer Schroffheit. Die historische Vermittlung seines Ursprungs muss in der Verführungsgeschichte der ersten Menschen gesucht werden. In der Fußnote, und die ist ziemlich lang, sagt der Übersetzer hier, das muss ich nicht haben, sagt der Übersetzer hier das folgende, Zitat: Man sollte überhaupt vor dieser allerdings scharfen und zweischneidigen Auffassung der Sache nicht zu sehr erschrecken, da man aufgrund göttlichen Worts doch wird zugeben müssen, alle Institute, alle Zustände, alle Gemeinschaften und so weiter dieser ganzen Erde sind in ihrem Gesamtwesen entweder göttlichen oder diabolischen Charakters, womit zur Abwehr jedes auch des sublimiertesten Dualismus, sei es gesagt, durchaus die andere Wahrheit stimmt. Dass es hienieden nichts absolut Göttliches und nichts absolut Diabolisches gibt,
aber auch kein drittes. Nichts absolut Indifferentes. Hieraus folgt der Satz. Im Papsttum sind, trotz seines wesentlich diabolischen Charakters, wesentlich göttliche Elemente, aber verdeckt. Und in der evangelischen Kirche als irdische Erscheinung sind, trotz ihres wesentlich göttlichen Charakters, diabolische Elemente. Die römische Lehre unterscheidet nicht zwischen Idee und Erscheinung der Kirche, setzt sich selbst als die Realisierung der Idee, hebt darum auch in ihrer Dogmatik den Unterschied zwischen unsichtbarer und sichtbarer Kirche vollständig auf. Diese Substitution ist etwas Diabolisches und weil sie durch alle Phasen römischer Kirchenentwicklung wie ein roter Faden sich hindurchzieht, ist die Auffassung des Verfassers vor dem Richterstuhle schriftgläubiger Wissenschaft vollkommen gerechtfertigt. Also der Autor, besser gesagt der Übersetzer, sagt hier, im Papsttum sind, trotz seines wesentlich diabolischen Charakters, wesentlich göttliche Elemente. Das kann man nicht abstreiten, weil ursprünglich hat sich diese Kirche ja aus dem damals verbreiteten Christentum entwickelt. Aber ein Christentum, das bereits im Abfall sich befallen hat. Das darf man nie vergessen. Und in der Bibel steht ganz deutlich drin, ich darf das Heilige nicht mit dem Unheiligen vermischen. Ich darf das Gute nicht mit dem Schlechten vermischen, nicht das Heilige mit dem Profanen vermischen. Dieser Kompromiss ist damals bereits eingeschlichen gewesen und deswegen bin ich nicht ganz damit einverstanden, um zu sagen, dass im Papsttum trotz seines wesentlichen diabolischen Charakters wesentlich göttliche Elemente sind. Nein, die einzigen göttlichen Elemente, die wir im Papsttum zurückfinden, sind die göttlichen Elemente, wo das Papsttum die göttlichen Elemente kopiert und dann für sich selbst auslegt. In der evangelischen Kirche als irdische Erscheinung sind trotz ihres wesentlich göttlichen Charakters diabolische Elemente und auch hier sind diese Elemente nur eingeschlichen durch Irrtümer. Wie zum Beispiel, wenn wir jetzt die evangelische Kirche des 19. Jahrhunderts besprechen, von der hier gesprochen wird, wissen wir, dass alle Kirchen immer noch irgendwelche Falschlehren verbreitet hatten. Luther, ein Reformator, von dem ich nichts wegnehme von seiner Kraft und von seiner Wirkung, die er hatte als Mensch, den ich als Mensch natürlich nicht verehre, aber wo ich schon ganz ehrlich Respekt vor habe, vor seiner Arbeit, der hat sein ganzes Leben noch Sauerteig mit römisch-katholischer Lehre mit sich mitgetragen. Kindertaufe, die er noch immer durchgeführt hat, als eine Sache anzuführen, und seine Mariologie, also seine Maria-Verehrung, auf der anderen Seite. Sogar einen Rosenkranz soll er sein Leben lang gebetet haben. Ja, das sind absolut heidnische Dinge. Und hier haben wir wieder die Vermischung des Heiligen mit dem Profanen. Ich bin hier nicht ganz mit dem Autoren einverstanden, aus dem einfachen Grunde, weil ich sage, hier ist es ganz gefährlich, wenn wir das so lesen und so stehen lassen, dass es in Ordnung ist, die Wahrheit mit der Lüge zu vermischen. Im Papsttum ist auch Wahrheit darin. Na, im Papsttum, das Papsttum ist gebaut auf die Wahrheit, dass es eigentlich göttlich sein sollte, hat aber den göttlichen Pfad direkt verlassen, hat einen Berg, einen Haufen von Lügen und Unwahrheiten aufgestapelt. Und da unten drunter ist diese einzige Wahrheit, genau wie ich vorher bereits sagte, in diesem Berg von Lügen oder das Kartenhaus, diese eine Karte, wenn man die rauszieht, da steht im Grunde drin, das war mal so, aber das ist nicht mehr. Diese eine Wahrheit haben sie inzwischen verlassen. Und sie haben das Heilige mit dem Unheiligen vermischt. Das hat die römisch-katholische Kirche getan und das haben die sogenannten evangelischen Kirchen getan. Der Punkt ist, und ich möchte, dass wir das ganz gut verstehen, weshalb ich hier den Übersetzer jetzt eben mal, weshalb ich ihm über den Mund fahre. Das Papsttum ist die eine Sache und die evangelischen Kirchen sind die andere Sache. Aber er spricht hier nicht von der wahren Kirche Jesu Christi. Er spricht hier nicht von wahren Gläubigen. Ich muss dem Autor und ich muss dem Übersetzer hier zustimmen, wenn ich das Papsttum, die römisch-katholische Kirche auf der einen Seite, und wenn ich die evangelischen Kirchen, die sogenannten protestantischen Kirchen auf der anderen Seite nehme, dann stimme ich ihm zu. Dann ja, aber nicht, wenn ich das verstehe als der Irrtum auf der einen Seite
und das wahre, biblische, Jesus folgende Christentum auf der anderen Seite, dann stimme ich ihm nicht zu, weil da ist nichts Diabolisches in enthalten. Ich hoffe, dass das gut deutlich wird. Wenn der Übersetzer hier spricht und er vergleicht das Papsttum mit der evangelischen Kirche und sagt, das Papsttum hat wesentliche göttliche Elemente, auf denen es aufgebaut ist, und die evangelische Kirche hat einen wesentlich göttlichen Charakter, aber hat auch diabolische Elemente, dann stimme ich dem zu, weil wir die römisch-katholische Kirche auf der einen und die heutzutage im 21. Jahrhundert ökumenische evangelische Kirche auf der anderen Seite haben, die alle beide Flügel desselben Vogels sind. Aber die wahre Braut Jesu Christi, die wird hier nicht erwähnt. Da spricht der Übersetzer hier nicht von. Wir dürfen nicht den Fehler machen, das, was er hier als evangelische Kirche nennt, gleichzusetzen mit der wahren Kirche Jesu Christi, mit dem Körper Jesu Christi hier auf Erden, mit wiedergeborenen, wahren, bibeltreuen Christen. Das dürfen wir nicht miteinander verwechseln. Er hat nur recht, wenn er von der evangelischen Kirche und der römisch-katholischen Kirche spricht, aber nicht, wenn er von dem Körper Jesu Christi spricht hier auf der Erde. Nun, das Buch ist 1850 geschrieben. Damals gab es noch keinen Ökumenismus. Das wurde erst Anfang des 20. Jahrhunderts eingeführt und nicht Mitte des 19., wann dieses Buch entstanden ist. Ja? Deswegen ist es wichtig, wenn wir das Buch heute lesen, dass wir das genau so verstehen. Dass wir begreifen, das Papsttum ist die eine Kirche, die evangelische Kirche ist die andere. Aber die beiden sind im Grunde Flügel desselben Vogels. Die wahre Kirche Jesu Christi ist der Same, den der Vogel jagt und auffressen will und vernichten will. Der Vogel ist dann hier eine Verbildlichung des Satans. Und die beiden Flügel sind die Organisationen, entweder die sogenannte protestantische oder die sogenannte römisch-katholische Kirche. Beides, meine lieben Brüder, ist kein Christentum. Denn beides hat Fehler, beides hat Irrtümer, beides hat Sauerteig, beides hat diabolische Elemente. Im wahren, wiedergeborenen Christentum gibt es keine diabolischen Elemente. Den Punkt muss ich eben deutlich machen. Und da wir den Absatz hier bereits zu Ende gelesen hatten, meine ich, oder hatten wir nur den Satz zu Ende gelesen? Ne, wir hatten nur den Satz zu Ende gelesen. Ne? Werde ich nochmal eben den Absatz zu Ende lesen und da werden wir dann auch eine Pause machen. Bis zum nächsten Mal. Also, den Satz, der zu der Fußnote geführt hat, lese ich noch einmal. Ich weiß, es ist das dritte Mal, ich weiß es, aber es ist wichtig, dass wir das wirklich gut verstehen. Es ist richtig, dass, wie das Erlösungswerk eine Offenbarung des eigentümlichen Wesens Gottes ist und den Stempel seiner herrlichen Vollkommenheit an sich trägt, so das Papsttum eine Darstellung des Wesens Satans ist und den Stempel der Eigenschaften desselben an sich trägt, dass demnach eine Erforschung dieses Systems ein Blick in Satans Tiefen oder Satans Seele ist. Allein, und diese Erwägung nimmt unseren auf die Schrift gegründeten und mit den Schriften der deutschen und englischen Reformatoren stimmenden Behauptungen den Schein zu großer Schroffheit, die historische Vermittlung seines Ursprungs muss in der Verführungsgeschichte der ersten Menschen gesucht werden. Satans Politik war von Anfang an dieselbe, genauso wie die römisch-katholische Kirche heute Semper e Adem unveränderlich ist, ist eben auch Satans Politik von Anfang an dieselbe. Und damit sind die beiden ein und dasselbe. Satan hat sie nach Umständen modifiziert und dem Gange der Ereignisse meisterlich angepasst, hat seine Oppositionsfront verändert, je nachdem er eine einzelne Wahrheit oder ein ganzes System von Wahrheiten sich gegenüber erblickte. Aber im Großen und Ganzen war sein Verfahren immer dasselbe. Ein tüchtiger General wird dieselben Gesetze militärischer Taktik in dem einer Hauptschlacht vorangehenden Geplänkel befolgen, wie in jener selbst. So hat Satan dieselbe Angriffsweise in der Versuchung von Eden schon erprobt, die er nachher in voller Entwicklung
bei Errichtung der irdisch-kirchlichen papistischen Herrschaft im westlichen Europa anwandte. Deshalb ist auch das Studium jenes einfachen Ereignisses der Schlüssel für die Erkenntnis des Größeren und Verwickelteren. Und hier, meine lieben Brüder und Schwestern, werden wir nächstes Mal mit der 50. Lesung fortfahren. Das war sehr intensiv, das war sehr interessant und ich habe nicht vorgelesen, ja, ich habe das Buch in total habe ich durchgelesen, aber das ist, glaube ich, schon ein Jahr her. Ich habe mich auf die Lesung heute nicht vorbereitet und deswegen habe ich hier und da ein bisschen gestolpert mit der Lesung, dafür meine Entschuldigung. Aber viel wichtiger fand ich die Erkenntnis, die wir aus diesem Text heute gewonnen haben oder die ich daraus gewonnen habe, dass ich hoffe, dass ich euch das korrekt mitteilen habe können und dass ihr es ebenso gut verstanden habt, wie ich es verstanden habe. Aber ich möchte eben noch abschließend mit etwas, was ich heute noch einen Bruder gefragt habe, ob er das nicht im Englischen mal übersetzen könnte. Das hat noch zu tun mit dem Thema hier vor, nämlich da ging es um die Verfolgung der wahren Gläubigen, ne? Dass man eben den Leuten das Wort brechen kann, dass man Ketzern an das Wort nicht halten muss. Da gibt es hier von dem Jesuitenpriester Alfonso Salmeron eine Aussage, die ich den Marius gebeten hatte, ob er mir das ins Deutsche übersetzen könnte, und das hat er tatsächlich getan. Und hier lesen wir dazu, Zitat, der Bischof von Rom, der Nachfolger des heiligen Petrus, natürlich wissen wir, das ist eine Lüge, aber es ist halt ein Jesuit, der das erzählt, kann zum Wohle seiner Herde mit einem Wort das Leben des Leibes wegnehmen. Mit einem Wort kann er das Leben des Leibes wegnehmen. Er kann gegen Ketzer und Schismatiker Krieg führen und sie ausrotten, indem er zu diesem Zweck die katholischen Fürsten einsetzt, also indem sich die religiöse Macht den Staat zunutze macht. Denn Jesus Christus hat ihn, indem er ihn gesandt hat, um seine Schafe zu weiden, ermächtigt, die Wölfe auszutreiben und zu töten, wenn sie diese Herde verletzen. Das ist natürlich eine typische jesuitische Auslegung, die überhaupt nichts mit der Wahrheit zu tun hat, aber so verdrehen und spalten sie eben das Wort. Und weiterhin, wenn der Führer der Herde ihnen Schaden zufügt, sei es durch seine ansteckende Krankheit oder durch eine ansteckende Krankheit oder indem er ihnen die Hörner aufstößt, kann der Hirte sie von ihrem Befehl und ihrem Oberhaupt in der Herde entbinden. In zeitlichen Dingen hat Gott dem heiligen Petrus und seinen Nachfolgern nur eine indirekte Herrschaft über alle Reiche und Königreiche des Wortes gegeben, Kraft derer er sie, wenn es das Interesse der Kirche erfordert, verändern und von einer Hand in die andere übertragen kann. Der Kirche müssen wir hier auch verstehen, da sprechen wir von der römisch-katholischen Kirche. Natürlich, wie in diesem ganzen Text. Damit nochmal eben herzlichen Dank, Marius. Ich hatte beinahe vergessen, das zu erwähnen. Das ist diese Aussage, die er uns hier übersetzt hat. Und wie gesagt, wir haben abgeschlossen mit einem anderen Thema, das ich aber so furchtbar wichtig finde, dass wir begreifen, dass mit der einen Tat im Garten Eden alles begangen hat, die ganze Menschheit zu verführen und in die Lüge zu leiten. Und dass wir heute genau in der Zeit leben, wo er das, was er damals im Kleinen gemacht hat, im Großen wiederholt und dann auch noch schlimm genug mit demselben Erfolg. Damit bin ich jetzt soweit fertig mit meiner Lesung und meinen Kommentaren und glaube, der Marius hat noch einen Kommentar, den er uns geben möchte. Ja, du hast gesagt, du hast ja schon den letzten Abschnitt dreimal gelesen und ich glaube, wir müssen den nochmal ein viertes Mal lesen. Und zwar nicht heute, sondern beim nächsten Mal, weil ich denke, das hängt zusammen mit dem nächsten Abschnitt. Die beiden Abschnitte, den du jetzt gelesen hast dreimal und der jetzt folgt, die hängen zusammen. Und wenn wir das nächste Woche lesen, das kann man das so als Appetithäppchen schon lassen oder vorbereitend sagen. Für mich war der nächste Abschnitt und vielleicht der übernächste ein richtiger Hammer an Erkenntnis. Das ist es auch. Du hast vollkommen recht, Marius. Du weißt ja, dass ich oftmals ein paar Absätze oder ein paar Sätze nochmal zurückgehe, wenn ich eine neue Lesung beginne. Ich hatte auch geplant, den letzten Absatz der Seite davor nochmal zu nehmen und da anzufangen. Nur diese intensive Besprechung, die ich heute gemacht habe, die lasse ich dann weg, weil das haben wir heute. Heute haben wir den Grundstein dafür gelegt, dass wir das, wenn wir nächstes Mal tiefer reingehen, nämlich die nächsten zwei Punkte, die du erwähnst, besser verstehen können. Aber dafür haben wir heute den Grundstein gelegt. Das war meine Absicht. Mhm. Ja, danke für deinen Hinweis und da gebe ich dir, wie gesagt, vollkommen recht. So, der Marius hat sich jetzt die ganze Zeit hier wunderbar beteiligt. Ist da noch jemand, der zum Abschluss vielleicht etwas sagen möchte, bevor wir diese Sendung zum endgültigen Abschluss bringen heute? Na, bei der regen Wortmeldung
bleibt mir doch nur noch über, euch wieder mal zu bitten, dieses Buch zu lesen. Wir haben dann gut, also mehr als deutlich genug heute davon gesprochen, wie wichtig es ist, die Bibel zu kennen. Und ganz besonders sind wir jetzt in den letzten paar Sätzen, die wir gelesen haben, darauf eingegangen, dass die ursprüngliche Führung eine unglaublich wichtige ist. Also müssen wir die erstmal verstehen. Ja, die steht in den ersten drei Kapiteln des allerersten Buches dieses Buches, nämlich im Buch Genesis, im ersten Buch Mose. Lest das nochmal. Mose, 1. Mose, Kapitel 1, Kapitel 2, Kapitel 3. Lest das. Versteht das. Und dann, wenn ihr das auf die ganze Welt übertragt, was in Kapitel 3 passiert ist, dann werdet ihr auch verstehen, warum die Welt heute so ist, wie sie ist. Zu diesem Verständnis muss man das Wort Gottes kennen. Das ist unsere Gebrauchsanweisung für das Leben, das er uns gibt. Das kostbare Leben, das wir haben. Nicht das kostbare Leben, was wir hier im Fleische haben, aber mit dem wir uns qualifizieren, wenn wir Jesus Christus annehmen und ihn als unseren Retter akzeptieren, wodurch wir dann durch die Gnade Gottes gerecht gemacht werden für das ewige Leben. Wer das ewige Leben haben will, der kommt nicht umhin, das Wort Gottes zu kennen. Das offenbart sich in der Schrift. Glaube kommt durch das Wort Gottes und das Wort Gottes kommt durch Lesen in der Heiligen Schrift. So steht es in der Bibel geschrieben. Deswegen möge Gott euch behüten, schützen und segnen. Und bis zum nächsten Mal. Lest eure Bibel. Maranatha.